Für die CDU-CSU spricht jetzt der Kollege Stefan Mayer. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen, beide Gesetzentwürfe, die wir heute in erster Lesung beraten, sind sachlich notwendig, sie sind sachlich erforderlich, sie sind aber allem voran maßvoll, sie sind verhältnismäßig und sie erhalten die nachdrückliche Unterstützung der CDU-CSU-Fraktion. Beide Gesetzentwürfe sind aber insbesondere, dienen insbesondere nicht der Skandalisierung und der Empörung. Und Frau Kollegin Michalic, wenn Sie jetzt davon sprechen, mit beiden Gesetzentwürfen wird kein Funken mehr Sicherheit generiert und wir hängen hier nur einer Technikgläubigkeit nach, dann trifft dies einfach den Kern nicht. Ich bin ja gar nicht so weit, dass ich sage, allein durch diese beiden Gesetzentwürfe oder durch diese beiden Gesetze wird mit hundertprozentiger Sicherheit in Zukunft ein Terroranschlag in Deutschland verhindert. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass beide Gesetzentwürfe, sowohl die Novellierung des Bundespolizeigesetzes, aber auch die maßvolle Erweiterung der Videoüberwachung, ein weiterer wesentlicher Schritt zur Verbesserung der Sicherheit in Deutschland sind. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, zunächst zur maßvollen Erweiterung der Videoüberwachung. Worum geht es denn ganz konkret? Es geht darum, dass wir den Paragraph 6b des Bundesdatenschutzgesetzes dahingehend ändern, dass in Zukunft in privaten Einrichtungen wie beispielsweise Einkaufszentren, aber auch Versammlungs-, Vergnügungsstätten, Sportstätten unter erleichterten Bedingungen Videoüberwachung stattfinden kann. Dass die Themen Freiheit, Schutz des Lebens, Schutz der Gesundheit ein besonderes Interesse darstellen, wenn es darum geht, abzuwägen, ob im konkreten Einzelfall Videoüberwachung zulässig ist oder nicht. Das ist aus meiner Sicht vollkommen maßvoll und verhältnismäßig und entspricht überhaupt nicht dem, was teilweise seitens der Opposition daraus gemacht wird. Es gibt aus meiner Sicht auch gute Gründe dafür. Herr Minister de Maizière hat den Amoklauf in München angesprochen. Es war über Stunden hinweg unklar, wo hält sich der Attentäter, der Amokläufer auf. Es war ja damals auch noch die Rede von mehreren Personen, die möglicherweise den Anschlag unternommen haben. Und vor dem Hintergrund ist es eben schon ein Mehrwert an Sicherheit, wenn insbesondere in größeren Einkaufszentren, in Sportstätten, in Sportstadien auch Videoüberwachung mit stattfinden kann. Die Bevölkerung gutiert dies übrigens. 81% der Bundesbürger sind dafür, dass man Videoüberwachung auch ausweitet. Natürlich ist Videoüberwachung kein Allheilmittel. Und natürlich geht es auch darum, dass wir verstärkt auf mehr Polizeipräsenz setzen. Aber gerade der Bund hat in der laufenden Legislaturperiode so viel getan zur Stärkung der Sicherheitsbehörden wie noch nie zuvor. Wir haben allein im Zeitraum zwischen 2016 und 2020 die Bundespolizei um über 7.500 Stellen erhöht. Das sind 20% der Belegschaft. Und das Bundeskriminalamt wurde sogar im gleichen Zeitraum um 25%, um ein Viertel der Stellen erhöht. Ich glaube, das kann sich wirklich sehen lassen. Und ich bin der festen Überzeugung, eine moderate, maßvolle Ausweitung der Videoüberwachung, die bei weitem nicht dem eines Überwachungsstaates entspricht, stärkt sowohl in der präventiven Arbeit, auch weil sie abschreckende Wirkung hat, die Arbeit der Sicherheitsbehörden. Sie erleichtert dann aber auch die Verfolgung von Straftaten. Und ich glaube, uns allen sind noch diese schrecklichen Bilder in guter Erinnerung oder besser gesagt in schlechter Erinnerung, als eine Gruppe von Jugendlichen vor wenigen Wochen einen Obdachlosen in einer S-Bahn hier in Berlin versucht hat anzuzünden. Die Jugendlichen haben sich dann sehr schnell freiwillig gestellt, freiwillig auch wiederum in Anführungszeichen, weil die vorhandene Videoüberwachung oder die Aufzeichnungen so klar und so gut waren, dass sie davon ausgehen mussten, dass sie sehr schnell überführt werden. Da sieht man ganz konkret, dass Videoüberwachung auch zur Strafverfolgung einen sehr wertvollen Beitrag leisten kann. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, wir novellieren aber auch das Bundespolizeigesetz. Es geht insbesondere darum, Bundespolizisten auch besser zu schützen. Und auch hier ein klares Wort. Es beginnt ja jetzt auch wieder in manchen Medien, auch in einer Boulevardzeitung, so eine Kampagne gegen Polizisten in Ausbildung, die hier auch sehr pauschal diskreditiert werden. Mal dagegen gestellt die Zahlen. Im Jahr 2015 sind 64.371 Polizisten Opfer von Straftaten geworden. 64.371, im Jahr 2014 62.770 und im Jahr 2013 59.044 Polizisten. Das heißt, dass
fast jeder dritte Polizist in Deutschland einmal im Jahr entweder bespuckt wird, beleidigt wird, diskriminiert wird, diskreditiert wird oder sogar körperlich angegriffen wird. Und vor dem Hintergrund sind wir es aus meiner Sicht dem Schutz der Personen, die für uns den Kopf hinhalten, schuldig, dass wir sie auch besser schützen, sowohl was die persönliche Ausstattung anbelangt, aber auch was Technik anbelangt. Deswegen, Frau Kollegin Michalic, hat das überhaupt nichts mit einer Technikgläubigkeit zu tun. Es gibt einfach aufgrund, Gott sei Dank, der Entwicklung der Gesellschaft neue Möglichkeiten und da gehört die mobile Videotechnik mit dazu, die ja jetzt auch nicht vom Bund erfunden wird. Manche Länder haben die Bodycams schon sehr erfolgreich eingesetzt, allen voran das Land Hessen. Ich bin da auch dem hessischen Landesinnenminister Peter Beuth sehr dankbar, dass er auch sehr nachdrücklich dieses Thema vorangebracht hat. Und vor dem Hintergrund sind wir nachdrücklich der Auffassung, dass die Ermöglichung auch des Tragens von Bodycams für Bundespolizisten ein sinnvolles Mittel ist. Es geht auch bei dem Gesetzentwurf darum, dass wir in Zukunft eine Klarheit dahingehend vornehmen, dass die personenbezogenen Daten von Personen, deren Zurückweisung an der deutschen Außengrenze ermöglicht werden soll, auch über INPOL in das Schengener Informationssystem eingespeist werden soll. Ebenso sind wir der Auffassung, dass die automatische Kennzeichenerfassung ein wichtiges Hilfsinstrument ist. Auch hier wieder klar gesagt, dies ist kein Allheilmittel. Von vielen Bundesländern, allen voran von Bayern, ist dieses Mittel aber schon sehr erfolgreich eingesetzt worden. Es geht nicht um eine flächendeckende Erfassung der PKWs oder der LKWs, die die deutsche Grenze überqueren, sondern es geht um eine anlassbezogene Erfassung der Kfz-Kennzeichen. Und auch hier, weil das Stichwort Datenschutz heute schon gefallen ist, es kommt gar nicht zu einer Speicherung der Unbeteiligten und der PKWs, die keinen Treffer auslösen. Die werden nicht mal eine Sekunde lang gespeichert, sondern es kommt nur dann zu einer Speicherung, wenn ein konkreter Treffer vorliegt. Ich glaube, dass dies wirklich maßvoll und verhältnismäßig ist. Vor dem Hintergrund erfährt auch dies nachdrücklich die Unterstützung der CDU-CSU-Fraktion. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der letzte Punkt, der Inhalt des Gesetzentwurfs ist, ist die Möglichkeit, dass in Zukunft auch die eingehenden Anrufe in Einsatzzentralen gespeichert werden. Aus meiner Sicht eine Selbstverständlichkeit in der heutigen Zeit, dass hier auch die Möglichkeit besteht, sich diese Anrufe nochmal auch anzuhören. Vor dem Hintergrund, wie gesagt, diese beiden Gesetzentwürfe sind ein Schritt nach vorne. Sie sind Bestandteil eines größeren Sicherheitspaketes, das wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten noch in der laufenden Legislaturperiode im Deutschen Bundestag voranbringen werden. Sehr geehrter Herr Bundesinnenminister, wir nehmen Ihren Appell sehr ernst, dass wir das Gesetzgebungsverfahren zügig, natürlich in der gebotenen Qualität, aber zügig und schnell fortführen und führen werden. Und wir werden, Herr Kollege Tempel, selbstverständlich auch eine Anhörung dazu durchführen. Das ist auch eine Selbstverständlichkeit, dass wir auch die Expertise von außen uns hier noch mal mit hinzuholen. Aber ich bitte wirklich gerade angesichts der sehr brisanten Sicherheitslage derzeit in unserem Land, dass wir alle uns auch darauf konzentrieren und auch diszipliniert dieses Gesetzgebungsverfahren schnell und zügig vorantreiben. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Die Kollegen